Schönen guten Abend. Heute wollen wir einmal Spaghetti Carbonara machen. Wir haben das hier schon mal aufgebaut. Natürlich brauchen wir halt die Spaghetti dazu. Dann haben wir hier einmal Schinkenwürfel, das sind ca. 100 Gramm. Dann haben wir hier Schlagsahne, also süße Sahne ist das. Etwas Parmesan, den wir nachher noch mit reingeben. Und auch zum Garnieren natürlich nachher. Eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, Majoran und Oregano, Pfeffer und Salz natürlich und ein bisschen Öl zum Anbraten gleich. Wir legen jetzt gleich los, guckt euch das an, wie es geht. So, wir haben schon mal das Nudelwasser aufgesetzt, jetzt kommt einmal Öl in die Pfanne. Dann kommen gleich als erstes die Zwiebeln rein. Bis das Öl heiß wird, dann machen wir in der Zwischenzeit schon mal die Sahne mit rein in den Messbecher. So, und jetzt wird sie einmal mit Salz und Pfeffer gewürzt. Einmal durchgerührt. Etwas Majoran kann er noch mit rein. Oregano. So, und jetzt fangen auch die Zwiebeln schon an zu brutzeln. Alles klar, das reicht. Das heißt, wir tun jetzt die gesamten Zwiebeln damit rein. Und wir nehmen jetzt nicht alle Spaghetti, also nicht 500 Gramm, sondern ich sag mal so vielleicht 300 Gramm an Spaghetti, das reicht. Ja, die Zwiebeln etwas glasig anbraten. Dann würde ich sagen, kommt noch etwas Öl rein. Ja, jetzt können auch die Spaghetti schon rein. Und wenn jetzt schon mal Knoblauch damit zukommt, dann wird es richtig geil. Ja, es ist ein schnelles Gericht, das man echt sehr schnell machen kann. Also mit 15 bis 20, höchstens 20 Minuten ist man da bei diesem Gericht mit dabei. Und es ist verdammt lecker. Und es ist natürlich frisch gemacht, wir nehmen jetzt keine Fertigtüte dafür. Wir haben hier auch ganz frischen Parmesan, also nicht dieses, ich sag mal so schön, dieses Sägemehl, ja, Parmesan, was es überall gibt. Nee, das ist richtig, der ist noch richtig schön gewesen. Der kommt nachher auch noch mit in die Soße mit rein, so ein bisschen. Und dann kann man sich natürlich nach Bedarf was rauchen auf die Nudeln. Ja, jetzt haben wir das Ganze eben angebraten. Ja, die Zwiebeln, den Speck und den Knoblauch, den haben wir dazugegeben. Und dann kommt jetzt die Sahne hinzu. So, jetzt ist sie mit drin. Jetzt wird das Ganze natürlich erstmal eben schön umgerührt und dann erstmal aufgekocht. So. Dann haben wir die Soße schon mal soweit fertig. Jetzt kommt auf jeden Fall noch mal ein Parmesan bisschen mit rein. Ganz wenig, ein bisschen halt, ne? Vom Geschmack. Wir haben hier noch mal eine zweite Packung Schlagsahne aufgemacht. Kann man machen und so ein bisschen halt immer mit reingeben noch mal kurz. So, jetzt werden die Nudeln noch eben abgegossen und dann kommen die gleich mit in die Soße mit rein, werden noch mal eben kurz vermischt und fertig ist dann die Carbonara. So, jetzt kommen sie damit rein. Jetzt wird das noch mal eben durchgemischt. Fertig ist die Spaghetti Carbonara. Ja, dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Wir richten das gleich noch auf den Teller an. Und ich sage jetzt schon mal einen guten Appetit. Ich habe gerade schon mal die Soße vorgekostet. Schmeckt super, super genial. Ja, fertig ist das Gericht. Hier sehen wir es nochmal angerichtet.
Spaghetti Carbonara mit frischem Parmesan-Käse mit drauf. Ich wünsche einen guten Appetit.